Ja, moin moin meine Diggers und Diggerinas. Heute zeige ich euch die neue Map, ein Easter Egg, was im Trailer zu sehen war und dazu noch eine kleine Analyse plus meine Einschätzung zur neuen Map. Mehr dazu nach dem Intro. Freunde, um ein bisschen jetzt noch in Stimmung zu kommen, wird noch einmal ganz kurz der Trailer abgespielt und danach kommt die Analyse. Leute, ich freue mich so krass auf die neue Season, ich bin richtig gehypt. Schon der allererste Frame bringt uns jede Menge Informationen. Achtet doch mal bitte auf das rotfarbene Gebäude. Wir sehen dort drei Fensterreihen, eine ist ganz unten im Erdgeschoss, eine im ersten Stock und eine im zweiten Stock. Wenn es dann noch einen Keller geben wird, und davon gehe ich aus, dann sind es insgesamt vier Stockwerke, die zu bespielen sind. Ich glaube, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, unten links bei dem roten Auto bei der Straßenabsperrung, dort wird ein Spawnpunkt sein. Na Freunde, wir sind ja noch nicht ganz fertig. Was ich noch interessant finde, ist rechts vom Gebäude dieser kleine Balkonbereich. Da wird man auf jeden Fall auch reingehen können und wahrscheinlich auch unten drunter ins Gebäude reingehen können. Eine sehr spannende Geschichte finde ich auf jeden Fall noch das Oberlicht im Nebengebäude auf der linken Seite. Das kommt aber im nächsten Frame. Naja, also zu diesem Frame werde ich wahrscheinlich nicht so viel sagen müssen. Es ist einfach ein ganz normales Oberlicht, durch das man sich auch höchstwahrscheinlich abseilen kann und auch schon Feinde abaimen kann. Beziehungsweise eventuell das eine oder andere C4 hochgeflogen kommt. Ich sprach ja eben schon von dem Balkon, der zu sehen war und jetzt haben wir quasi eine kleine Nahaufnahme davon. Unten drunter ist ein begehbarer Bereich, genauso wie oben. Hundertprozentig wird man sich da hoch und runter seilen können, beziehungsweise das Gebäude von oben über dem Balkon oder unter dem Balkon betreten können. Freunde, ich kann nur hoffen, dass es sich hierbei nicht um einen Spawn-Peaker-Punkt handelt. Das wäre nämlich ziemlich kontraproduktiv, sagen wir mal so. Denn Ubisoft brüstet sich nämlich ein bisschen mit der Karte. Von wegen, sie soll besonders competitive-freundlich sein. Hier sehen wir das Außenareal der Villa. Ja, so ein kleiner Gartenbereich ist doch was Schönes und ich glaube auch rechts, da wo der Brunnen zu sehen ist, dort wird ein weiterer Spawnpunkt sein. Schließlich wird der Brunnen zweimal im Trailer belichtet, das heißt für mich, das ist auf jeden Fall ein Point of Interest und ich denke mal, ich liege richtig, wenn ich sage, das wird auf jeden Fall ein Spawnpunkt. Auf diesem Bild sind links und rechts Treppen zu sehen, jawohl Odix, das hast du sehr gut erkannt. Und Freunde, ich denke mal, das wird einer dieser Hotspots sein, wo man das Gebäude von außen betreten kann und ist auch zeitgleich der erste Frame mit einem kleinen Easter Egg. Zumindest glaube ich das sehr stark. Richtet eure Augen doch einfach mal auf den Brunnen, der quasi zwischen den Treppen ist. Dort dieses Zeichen in der Mitte, was in den Stein gemeißelt ist, das sieht ein bisschen aus wie ein Assassin's Creed Zeichen. Hier in diesem Frame ist die Garage zu sehen. Und bei dem Bild stellt sich mir die Frage, können die Defender diese auch betreten und werden dabei aufgedeckt oder nicht? Hier gefällt mir auch noch der Detailgrad von Ubisoft. Denn das verdeckte Auto, was ihr hier seht, hat einen Weißwandreifen. Da die Geschichte an Mafia und Toskana, Italien angelehnt ist, finde ich das ziemlich nice. Das würde nämlich wahrscheinlich so ein 30er Jahre Mafia-Wagen sein, was man so klassisch aus irgendwelchen Gangsterfilmen kennt. Als ich das erste Mal diese Stelle im Trailer gesehen habe, habe ich direkt gedacht so, ach nein, nicht schon wieder dunkle Stellen, bitte nicht schon wieder. Denn ich glaube, ich bin nicht damit alleine, dass Rainbow Six Siege und Belichtungsverhältnisse nicht immer in Einklang sind. Natürlich ist alles schon viel, viel besser geworden, aber trotzdem bin ich kein Fan von dunklen Ecken in solchen Maps. Vor allem, wenn wir darauf achten, wie verwinkelt das Ganze ist. Sollte es sich hierbei um einen Spot für Secure Area oder Bombe handeln, dann wird es wahrscheinlich ziemlich intense Gunfights geben. Und hier kann ich nicht sagen, ob es sich dabei um ein Easter Egg handeln soll oder ich einfach nur ein ziemlicher Kunstbanause bin. Und ja, Freunde, die Frau, die rechts neben diesem Typen steht, ist nackt. Wer auf guten Wein steht, der wird mit diesem Bild sehr, sehr glücklich. Italien ist ja unter anderem für guten Wein bekannt, also darf so ein Raum natürlich nicht fehlen. Auch hier ist alles wieder sehr, sehr schön verwinkelt und ich glaube, dass auch einige gute Stellen hier dabei sein werden für die neue Cam, die mit ins Spiel kommt. Links sehen wir noch eine Soft Wall aus Holz und ich gehe mal sehr, sehr stark davon aus, dass entweder ein Objective im Nebenraum ist oder sogar in diesem Raum ein Objective sein könnte. Ihr solltet bei den nächsten Bildern unbedingt mal ein bisschen auf die Lage bzw. das Design der Räume achten.
Alles wirkt sehr wuchtig, sehr groß und sehr in die Länge gezogen, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und auch hier in der Küche ist dasselbe Spiel zu sehen. Alles sehr weiträumig, in diesem Beispiel dann auch relativ hell und abwechslungsreich. Dieser Part im Trailer, der hat mir besonders gefallen. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil es einfach super geil aussieht. Für Attacker und auch für die Defender wird das hier ein Hotspot werden. Zumindest gehe ich sehr stark davon aus. Bevor ich selber da hochgehe, würde ich auf jeden Fall erstmal ausdrunnen, ob sich links am Torbogen oder rechts am Torbogen etwas positioniert hat, beziehungsweise an der kleinen Mauer da, die zu der Treppe führt. Das sind allein schon drei Spots, an denen die Verteidiger auf die Attacker warten könnten. Genauso wie hier im 14. Frame, hier wird auch nochmal deutlich, wie verwinkelt diese Map ist. Alleine drei Torbögen, die ich hier sehe und zwei Windows. Richtig, richtig eklig, wenn es darum geht zu verteidigen, beziehungsweise es wird eklig für die Angreifer werden. Und bei diesem Frame müssen wir uns ein bisschen konzentrieren. Wie eben im Frame zu sehen, ist das hier der links angrenzende Gang zur Treppe, die ich eben beleuchtet habe. Wenn wir jetzt mal den Gang entlang sehen, dann sehen wir links einen Durchgang, wahrscheinlich mit einer Soft Breach Door. Und ganz am Ende des Ganges ist nochmal so eine, ja, wie so eine kleine Wand, wie eben schon gezeigt bei der Treppe vorhin. Bedeutet, wir haben zwei Treppenaufgänge für denselben Flur. Der interessanteste Raum wird wohl dieser Panic Room bzw. ja, Waffenkammer sein. Und hier befindet sich auch das erste Easter Egg, was mir direkt ins Auge gesprungen ist. Und was ist es natürlich? Der Sledgehammer. Da stellt sich mir die Frage, war das einfach nur eine designtechnische Entscheidung oder hat Sledge irgendwas mit der Map zu tun? Heißt das also, wir werden, wenn man das zum Beispiel in einem Custom Game aufmacht, hier noch mehr Secrets entdecken? Ich würde sagen, das müssen wir ausprobieren, wenn es soweit ist. Dieses Stockwerk finde ich besonders interessant, beziehungsweise die Räume, die hier zu sehen sind. Wenn ihr mal links auf den Pfeil achtet, sind dort die Fenster zu sehen und auch gegenüberliegend genau dasselbe quasi. Die Architektur ist dort kopiert worden. Und dazwischen ist auch kein Boden, nein, da ist ein Leerraum, beziehungsweise es geht dort direkt nach unten. Das heißt, es wird vielleicht für Roamer interessant werden, die direkt über die Fenster raus in den Stock darunter springen wollen. Die Tür, auf die ich jetzt gerade zeige, die wird auch vermutlich in beide Räume führen. Das heißt, man wird von diesem Raum in den anderen Raum gehen können und umgekehrt. Ich kann mir hier auf jeden Fall in diesem Raum ein gutes Bombe-Szenario vorstellen. So Freunde, und das war's schon im Prinzip mit der Analyse. Ich bin auf jeden Fall super gespannt und wer es nicht abwarten kann, der sollte sich den 20. Mai unbedingt merken, denn dort wird im Verlauf der Pro League Finals die Map vollständig enthüllt. Meine Erwartungen sind dementsprechend sehr, sehr hoch, denn Ubisoft konnte in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, letzten Monaten sehr, sehr viel Erfahrung sammeln, was es heißt, competitive zu gehen und competitive Maps zu bauen. Deswegen ist mein Anspruch schon ein bisschen höher, als er vorher war bei den anderen Maps. Designtechnisch finde ich das natürlich wieder allererste Klasse, genau wie die anderen Maps auch. Und damit meine ich jetzt nicht den kompetitiven Aspekt einer Map, sondern einfach, wie sie aussieht. Denn man kann sich auch durchaus mit kleinen Dingen schon zufrieden geben bzw. sich begeistern lassen. Unter dem Hashtag Villa könnt ihr mir mal eure Meinung dalassen, wie ihr meine Analyse fandet und was eure Gedanken zu der Map sind. So, bei jedem Daumen nach oben würde ich mich freuen. Wer neu ist, darf gerne ein Abo dalassen. Wer mich schon länger guckt und noch kein Abo dagelassen hat, darf es auch gerne tun. Ich bin jetzt raus, euer Odix und ciao.